Hallo, Dietmar Bunz ist mein Name. Ich habe heute am 3.1.22 eine Anzeige gegen meinen Bruder, Herrn Wilhelm Bunz, genannt der Helme, und an die Verlagsgruppe des Bibelrauchers, SCM Verlagsgruppe, die Geschäftsführer Brinner und Weinstock, habe ich angezeigt wegen der Verunglimpfung des Ansehens Verstorbener. Da gibt es einen eigenen Paragraph im Strafgesetzbuch dazu. Und zwar ist da Folgendes passiert. Am 6.10. habe ich hier im Kirchheimer Echo, das ist so ein Blättle, habe ich hier einen Artikel gelesen, der Bibelraucher kommt. Willy Bunz kommt nach Kirchheim und erzählt von seiner Geschichte aus dem Buch der Bibelraucher. Ich denke, was ist denn das? Hab mir das Buch sofort organisiert von meiner Schwester und habe den Donnerstag gebraucht, um es zu lesen. Ich war total, total emotional erregt, frustriert und erbost über diese Ansammlung an Lügen und Unwahrheiten, die in dem Buch publiziert wurden. Bin dann am Freitag gleich zur Polizei nach Kirchheim gegangen und am Samstag zur Veranstaltung. Und die Anzeige, die ich jetzt abgegeben habe, lautet folgender. Begründung. Am Mittwoch, den 6.10.21, las ich in Kirchheimer Echo, dass mein Bruder eine Veranstaltung als Bibelraucher plant. Sofort organisierte ich das Buch und war tief schockiert über die darin enthaltenen unbewiesenen Lügen bezüglich meines Vaters und meiner Mutter. Mein Vater wird unter Verwendung der nachfolgenden Lügen als kinderschlagend, Kinder einsperrend, Kinder in den Fluss werfend, Todesstrafen fordern und unfähig auf Liebe basierende Beziehungen einzugehen dargestellt. Das Lebenswerk meiner Mutter wird durch völlige falsche Zeitangaben, Lügen bezüglich ihrer Aufsichtspflicht und Verhalten in der Öffentlichkeit und Lügen bezüglich ihrer Pflegesituation verunglimpft. Meine drei Schwestern, Monika Grimm, Ulrike Bunz und Friedrun Bunz-Merkle, sind genauso entsetzt wie ich, schwer getroffen durch diese Lüge und haben auch Interesse an einer Strafverfolgung nach § 189 StGB. Selbstverständlich können Sie jederzeit kontaktiert werden, um die Unglaublichkeit dieser Lügen zu bezeugen. Herauszustellen ist, dass es keinerlei Beweise für diese Behauptungen gibt. Keine Kontaktnahme zu allen Geschwistern gab, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Kein Kontakt zu seinen Ex-Frauen gab, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Oder die Mitbewohner des Mehrfamilienhauses, wo er diese Szenen beschreibt, wurden auch nicht befragt. Keine einzige Zeugenaussage zu allen dargestellten Situationen gibt es. Keinen einzigen schriftlichen Beleg. Es gibt keinerlei Interesse an der Wahrheit. Obwohl ich zu der Veranstaltung in Kirchheim ging und meinen Bruder vor der Gemeinde konfrontierte, kam bis dato keine einzige Nachfrage nach der Wahrheit bei allen Geschwistern an. Nun zu den strafrechtlichen relevanten Aussagen und Darstellungen. Erste Lüge. Mein Vater soll Wilhelm in den Fluss geworfen haben und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben. Mein Vater hat niemals ein Kind in den Fluss geworfen und dessen Tod billigend in Kauf genommen. Alle Mitglieder der Familie können bestätigen, dass Wilhelm niemals durchnässt nach Hause kam, nachdem mein Vater ihn im Fahrrad mitgenommen hat. Dieser Vorfall wäre innerhalb der Geschwister auf jeden Fall besprochen worden. Auch hätten andere Bewohner des Mehrfamilienhauses etwa von einem solchen Vorfall mitbekommen. Es gab ihn jedoch gar nicht. Zweite Lüge. Mein Vater hat niemals ein Kind über Nacht oder mehrere Nächte im Kohlenkeller eingesperrt. Hierzu sei als Zeuge Monika Grimm erwähnt, die als 2 Jahre ältere Schwester bezeugen kann, dass niemals eins von unseren Kindern tagelang im Kohlenkeller eingesperrt war. Auch hier hätten Mitbewohner, die ja im gleichen Kohlekeller ihre Kohlen lagern, etwas mitbekommen. Dritte Lüge. Die mangelhafte Aufsichtspflicht dieses Vorgangs, der hier meiner Mutter vorgeworfen wird, wo es um die Sehkraft meiner Schwester ging, ist reine Fantasie. Es kann jederzeit bei meiner Schwester Ulrike Bunz dieser Sachverhalt geprüft hat. Ihre Brille hat nichts mit irgendwelchen Vorgängen in Zusammenhang mit dem Helme zu tun. Vierte Lüge.
Mein Vater hat niemals auf einer Gerichtsverhandlung die Todesstrafe für seinen Sohn gefordert. Mich wundert es, dass man sowas publizieren kann, da Gerichtsverhandlungen immer protokolliert werden, müsste hier der Nachweis noch relativ einfach sein. Garantiert liegt kein Protokoll dieses Sachverhaltes vor. Die Darstellung dient ausschließlich der Verunglimpfung meines Vaters und eine dramaturgische Heraufsetzung meines Halbbruders. Fünfte Lüge. Es gab niemals einen Zeitungsartikel der Südwestpresse aus Ulm, in dem auf der Titelseite der Name Wilhelm Butz erschien. Hierzu sei auf das Archiv der Südwestpresse verwiesen. Schaut doch bitte mal nach und zeigt uns den Artikel. Wir können uns alle nicht erklären, wie der Halme auf solche Ideen kommt. Hierzu auch hat mein Vater niemals irgendwelche Aufgaben innerhalb der Kirche verloren. Gern kann hierzu die Leitung der Zionskirche in Ulm befragt werden. Mein Vater wird hier in seiner Funktion als ehrenamtlicher Funktionsträger innerhalb der Kirche verunglimpft auf übelste Weise. Sechste Lüge, mein Vater hat niemals einem Pfarrer der Methodistenkirche sein Kind kurz nach der Geburt zur mehrmonatigen Betreuung überlassen. Ungeachtet des Tatbestandes, dass mein Vater erst 57 in die Kirche eintrat, werden Sie keinen einzigen Zeugen finden, der eine mehrmonatige Unterbringung bestätigen kann. Nur bei der Geburt meiner jüngeren Schwester im Jahr 62 wurde eine Hilfe von der Gemeindeschwester geleistet. Siebte Lüge. Mein Vater hat niemals ein Kind durch körperliche Züchtigung misshandelt oder verletzt. Niemals wurde eines seiner Kinder durch Schläge bedingt ärztlich behandelt. Er hat niemals mit irgendwelchen Schürhaken oder genagelten Schuhen Kinder misshandelt. Alle Geschwister können dies bezeugen. Kein einziger Zeuge wird Gegenteiliges behaupten. Es gibt keinerlei Unterlagen, keinerlei schriftliche Belege für diese Behauptung. Neunte Lüge. Mein Vater hat sehr viele auf Liebende basierende Beziehungen geführt. Hierbei erwähnt sei seine Familie, zu der er einen wirklich intensiven, auf Liebe basierenden Kontakt hatte, seine mannigfaltigen Beziehungen nach Israel, wo er Hilfestellung an KZ-Opfer leistete, sowie seine kirchlichen Freundschaften, die alle bis zu seinem Tod gehalten haben. Zehnte Lüge, mein Bruder hat niemals irgendwelche Pflegeleistungen an meiner Mutter vollzogen. Diese waren ausschließlich meiner Schwester Ulrike. Auch hier werden Lügen ausschließlich zum Zwecke der eigenen Erhöhung verbreitet. Das sind jetzt die strafrechtlich relevanten Tatbestände. Ich hoffe, dass meine Anzeige zum Prozess und damit zur Wahrheitsfindung führt. Und bitte jetzt die jeweilige Staatsanwaltschaft, diese tiefe Verletzung von mir und meinen Schwestern zu sühnen. Das sind die strafrechtlich relevante Tatsache. Aber auch der Rest dieses Buches, ich habe keinen einzigen Bereich gefunden, der ehrlich war. Das fängt schon an bei der Wohnung, bei dem Haus, das mein Vater gebaut hat, das nach seiner Aussage ihm eine Einliegerwohnung oder ein Zimmer mit Bad und Dusche in das Untergeschoss reingebaut war. Schauen Sie sich das Haus an, da gibt es bis heute noch kein Zimmer und keine Dusche drin. Im Untergeschoss, das ist baulich gar nicht möglich. Meine Schwester wohnt heute noch drin, ist jederzeit besichtigbar. Wäre für jeden Journalist so einfach gewesen zu recherchieren. Die ganzen Geschichten von seinem Knastaufenthalt in Österreich, die kenne ich von dem Freund meines Vaters, der Hans, der war in russischer Kriegsgefangenschaft bis 1949 und der hat solche Geschichten erzählt. Der Strafvollzug in den 70er Jahren hat nichts mit einer Kriegsgefangenschaft-Situation in Russland zu tun. Da haben sie Bibel geraucht, das stimmt. In Österreich und Deutschland in den 70er Jahren war das Billigste, was man bekommen konnte im Gefängnis, waren Zigarettenpapiere. Der Helme hat niemals irgendwelche Probleme gehabt, Zigarettenpapiere zu organisieren. Ich habe ihn persönlich
in meinen über 60 Jahren noch niemals drehen sehe. Ich bezweifle sehr stark, dass der Helme überhaupt drehen kann. Probiert's mal, gebt ihm einen Tabak und ein Papier, das kriegt der nicht mehr. Der ist blöd dazu. Der hat immer gestopft, das hat er immer, und hat da seine Zigaretten gekauft. Dreht hat der gar nicht, auch nicht mit der Bibel. Das glaub ich nicht, das sind Geschichten vom Hans aus der russischen Kriegsgefangenschaft. So könnte man gerade weitermachen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn im Knast besucht hat. Ich habe ihn im kriminellen Milieu mal besucht. Ich habe ihn im Heim besucht und ich kenne ihn von daheim. Und ich kann Ihnen eins versichern, der Helme war, wenn überhaupt, im kriminellen Bereich ein Zigarettenbürschle. Der hatte auch da schon seine Krankheitsbilder, hat gelogen, was die Balken biegen, und hat natürlich im kriminellen Milieu keinerlei Respekt erfahren. Ich war erstaunt, wie mickrig sein Ansehen in dem Stuttgarter Milieu war. Der musste letztendlich aus dem Milieu abhauen, zu seiner ersten Frau, die 25 Jahre älter war, weil er sonst Dresche bezogen hätte ohne Ende. So, es lässt sich noch sehr viel sagen. Man kann davon ausgehen, dass ein gesunder Menschenverstand sehr wichtig ist. Ich empfehle Ihnen mal den Spiegelartikel zu dem Thema Psychologica Fantastica zu machen. Da wird ein Krankheitsbild beschrieben, das 100% auf meinen Bruder zutrifft. Das sind doch frühkindliche Störungen, die tatsächlich passiert sind bei ihm. Hat es denn den vorderen Gehirnlappen so zerlegt, dass er immer zwischen Realität und Fantasie gar nicht mehr unterscheiden kann? Das ist eine klassische Situation von Baron Münchhausen, auch der Karl May, hat unter der Krankheit gelitten, hat seine Bücher fantasiert und hat auch behauptet, er war da. Und war im Knast in Sachsen. Ja, das ist ein Krankheitsbild, lässt sich sehr gut googeln. Psychologica Fantastica. Und was mich jetzt am allermeisten wundert, ich meine, der Helme, den kenne ich. Ich weiß, dass der krank ist. Und dass der lügt. Guck, da haut sogar der Vater um. Und dass der lügt, dass sich die Beine biegen. Dass ein Journalist aber diese Lüge ungefiltert veröffentlicht, hemmungslos diese Verunglimpfung meines Vaters, einem überzeugten Christ, dass die das veröffentlichen, ohne ein einziges Mal bei den Geschwistern, bei den Ex-Ehefrauen, bei den Ex-Mitbewohnern, wenn sie es Frau sauber hätten machen können, hätten sie auch einen Ex-Knacki herholen können. Sie hätten verschiedenste Zeugen herkommen. Die haben keinen einzigen, veröffentlichen so ein Buch und schütten so viel Schmerz und Elend über eine Familie aus. Wenn das durch Zufall ein Rechtsanwalt sieht, der sich im Medienrecht aber Schadensersatzforderungen im zivilrechtlichen Bereich auskennt, darf der sich gern bei mir melden. Bunz Kirchheim-Tick. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.